willkommen zurück zu dem Spiel hier eben. Es ist überhaupt nicht still bei Silence, ganz im Gegenteil. Wir sind hier an Rätsel lösen wie die Wilden, eins nach dem anderen. Aber ich bin die Königin, die echte. Und darum befehle ich dir, hau ab! Königin sein habe ich mir irgendwie mächtiger vorgestellt. Riecht wie das Zeug, das Miss Klopp immer in ihren Kaffee kippt. Schnaps, den Lachen. Krabbe lieber woanders lang. Das kitzelt jetzt ein bisschen, aber das merkst du schon. Okay, Spiel zu Ende, alle tot. Das kitzelt jetzt ein bisschen, aber das merkst du schon nicht. Du bemerkst mich ja nicht mal. Beeilung, na los doch! Wow, jetzt das Boot noch losmachen. Ich habe ihn gewarnt. Ja, das habe ich. Alles okay bei dir? Ja, alles klar. Wir können weiter. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Sie ist die Königin. Ja, ja. Auf in die Stadt. Er ist danach, der Arme. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Sedgwick, kommst du? Ja, doch. Tja, da ist jemand nicht zufrieden mit seiner Rolle. Das können wir sowas von nachvollziehen. Wie ist der Plan? Sollen wir uns etwa alle unter Rinis Mantel verstecken? Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon nur. Hinterher. Wen meinst du? Ich bin Sedgwick. Na komm. Bombe tickt. Müsste sie nicht... Ach du... Scheiße. Hab's doch gleich gesagt. Okay. Und nun? Blöd gucken. Leute, helft mir mal, die Planke über den Abgrund zu schieben.
Und dann stellt euch alle auf das Ende da drauf. Gute Idee. An die müssen wir irgendwie rankommen. Meinst du, so kann ich dich rüberwerfen? Glaube ich auch. Ja, Spotty, prima machst du das. Nein, die Planke ist zu leicht. Nein, die Planke ist zu leicht. Versuch dich mal schwerer zu machen. Wasser saugen. Spotty, prima machst du das. Ist doch logisch. Mehr Gegengewicht, Leute! Noch mehr? Alle Götter des Gleichgewichts, haltet schützend die Hände über uns. Wenn schon. Ja, das war ja nicht so super schwer. Das geht schief. Du schaffst das, Buddy. Du musst nur richtig Anlauf nehmen. Spring ordentlich ab. Konzentrier dich auf dein Ziel. Sepa sei mit dir. Hab's ja gewusst. Wir müssen Spot helfen. Er ist ins Wasser gefallen. Er wird's überleben. Eilt euch! Komm, Rini, schnell! Aber Spot! Wir suchen unsere Leute zusammen. Und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Shana. Keiner hält dich auf. Schneller stellen. Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Samuel sprach nur von einem Gott, aber hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler.
Das ist wohl der Obergott. Das bin ich, der große Spieler. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini? Kyra? Wo seid ihr? Von Kyra gibt es eine Statue? Vielleicht weil sie eine Kriegerin ist. Eine Laterne ohne Kerze ist wie Noah ohne Rini. Wow, eine Statue von Rini. Klar, sie ist ja die Königin. Wieso heult der Kerl? Hallo, Sam. Wow. Hallo, Sharna. Dass wir uns nochmal über den Weg laufen, was das letzte Treffen war, nicht gerade das, was man gern in Erinnerung behält. Schwamm drüber. Du kannst ja nichts dafür, dass du Dinge erzählst, die keiner hören will. Du bist schließlich ein Orakel. Und du bist immer noch derselbe Clown. Ich frag mal höflich nach den beiden, die ja draußen lebendig stehen. Diese Steinstatuen draußen, das sind doch nicht wirklich Rini und Kyra, oder? Doch. Aber wieso? Warum? Das hier wird eine Prüfung für dich, Sadwick. Und sie hat schon begonnen. Bist du in der Lage, diesmal das Richtige zu tun, Sadwick? Klar. Na klar. Fang damit an, Rini und Kyra ihre Lebenslichter zurückzubringen. So kannst du beide befreien. Ich stelle dir einen magischen Thron zur Seite. Oh. Bedenke, dass der Thron symbolisch für den Herrscher von Silence steht und also auch so funktioniert. Hast du das alles verstanden? Nicht wirklich. Lebenslichter an Rini und Kyra verteilen, während ich auf dem Thron sitze? Probier es aus. Ganz schön romantisch. Erwartest du heute noch jemanden? Das sind nicht bloß Kerzen, sondern Lebenslichter. Geht eine Flamme aus, erlischt damit ein Leben. Ups, Entschuldigung. Niese auf die Kerzen. Na super. Wie soll ich denn die richtigen Kerzen finden? Du wirst sie erkennen. Das erinnert mich an kalte Abende im Regen, wenn ich mit meiner Laterne den Weg zum Zirkus wies und keiner kam. Immer ist da wichtig. Bewirkt gar nichts. Also muss ich erst die Kerze holen. Ja, super. Ist die da Rinis Kerze? Oder Kyras? Rini? Nein. Kyra? Nein. Rini? Nein.
Kyra? Ja, Punkt für mich. Wie soll man ihr so denn eine Kerze in die Hand stellen? Mist, die Kerze ist zu lang. Aber die kann man ja überbrechen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist doch nur symbolisch, Kyras Lebenskerze, stimmt's? Ich meine, die Länge der Kerze hat doch nichts mit Kyras Lebenszeit zu tun, oder? Oder? Doch, normalerweise schon. So geht's. Lebenslicht für Splitter. Guter Tausch für mich. Das ist also der wundersame Thron. Da hinten steht was drauf. Im Zustand der Melancholie ist man von Finsternis geblendet. Ein großer Narr, der das gesagt hat. Mal sehen, was er so kann. Gar nichts. Aber irgendwie muss ich ja dem Mädel noch die Kerze geben. Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Da ist sie! Ganz vorsichtig. Also wenn die Länge etwas mit der Lebenslänge zu tun hätte, ne, dann wäre das aber jetzt traurig mit der Kugel, oder? Wow! Bravo! Dieser magische Thron kann überhaupt nichts. Wenn ein Frosch auf Klaviertasten springt, kommt auch kein Konzert dabei heraus. Hm? Was willst du damit sagen? Der Thron gehört zum Herrscher von Silence. Du bist es nicht. Okay, der Thron macht irgendwas, aber nur für den König von Silence. Die Königin. Was passiert, wenn ich etwas auf den Thron lege, das Rini symbolisiert? Dann spende ich dir Applaus. Ich habe von Rini viele Erinnerungen. Wie bekomme ich die jetzt auf den Thron gesetzt? Es geht um Symbolik, Sadwick. Symbolik. So, und jetzt sage ich nichts mehr dazu. Jetzt spring los, kleiner Hüpfer. Sadwick! Was soll das? Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä?
Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit. Also doch, die Kerzenlänge. Alles klar, ich hab's geschafft. Hier sind wir. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Diese Hexe. Wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit! Psst. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Sedgwick einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Wir haben ein Schiff, also los. Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz. Heilt das Land, die falsche Königin verschwindet, all ihre Sucher mit ihr. Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Sedgwick, ich hab Angst. Mir sollte lieber nichts sagen. Seid ihr bereit? Ja. Halt die Klappe, du Clown. Dann hört genau zu. Die Prophezeiung lautet, am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein, wird sie nicht. Das ist die Prophezeiung. Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Her mit dem Splitter. Hey! Du hast es gehört, nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Versuchen zu beruhigen. Angreifen wäre übertrieben. Die alte Dame, ne? Und so weiter. Außerdem wollen wir ja noch, dass sie ihren Brustpanzer auszieht. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Oh nein! Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung. Ganz allein? Wir wollen Spot dabei Kann haben. Ich nicht Spot haben? Sein Schicksal kenne ich nicht. Wirklich? Ja, dieses Wesen entzieht sich meinem dritten Auge. Na gut, dann Cedric bitte. Erst sage mir, warum. Oh, das kann man natürlich sagen, weil er mein Bruder ist. Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn Noah eine Wolke ist, dann ist Sedgwick der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Spielst du mit einer Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Sedgwick haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Sedgwick! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Miss Shana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. Tschüss, Miss Shana. Ja, bis bald einmal wieder. Ach nein, besser nicht. Pass gut auf sie auf, du Narr. Ist schon ein bisschen beleidigend, ne, dass man eigentlich der Held der Geschichte ist und dann zum Narren abgestempelt wird.